Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge waren wir sehr fleißig. Wir haben ja unser Schiff aufgewertet, was die Waffe betrifft. Jetzt ist es sehr, sehr stark. Aber wir sind trotzdem gestorben, weil wir ungefähr 4 Milliarden Gegner hatten. Und haben viel an den Hauptmissionen gebastelt. Und ja, Null getroffen, Apollo getroffen und. Also es war wirklich viel los. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt bei den abgestürzten Frachter finden, denn das ist meine nächste Aufgabe, den abgestürzten Frachter lokalisieren. Das Observatorium hat die Position des abgestürzten Frachters verzeichnet. Der Gig, der das Observatorium leitet, da war gar kein Gig drin, ist zum Wrack gegangen und nie wieder zurückgekehrt. Okay, deswegen war er auch nicht da drin. Und dann will ich natürlich weiter den Weg des Atlas nehmen und natürlich auch weiterhin ja, Glyphen finden. Das ist ganz wichtig hier im Spiel und ich habe in der letzten Folge tatsächlich keine einzige Glyphe von den 16 gefunden. Eine habe ich ja schon. Na, gut. Auf. Wo ist denn mein Schiff? Da. Gut. Dann geht's erstmal rein. Und ich check mal ab, ob die Mission auch aktiviert ist. Nein, ist sie nicht. Genau, jetzt ist er aktiviert. Dann starten wir mal. Ich weiß nicht, die Third Person als Flieger finde ich echt geil. Gefällt mir gut. Ist das jetzt auf diesem Planet oder auf den? Ja, ist auf diesem Planet. Aber sehr weit. Da machen wir mal einen Sprung. Ne, ist auf diesem Planeten da hinten. Okay. Absturzstelle. Ich habe schon mal einen gefunden, so durch Zufall. Ne? Warte, scannen mal, während wir fliegen den Planeten. Dann wissen wir, was da los ist. Wiederverwertbarer Schrott, Solanium, Phosphor, Kupfer, Salz. Es gibt da eine Menge und es ist ein heißer Planet. Natürlich wieder ein unangenehmer Planet, wie immer. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon in der Station? Ich kann mich nicht erinnern. Hui. Also ich hoffe, wir müssen das nicht wieder suchen. Boah, sieht aus wie. Boah, wie es aussieht manchmal, ne? Das ist so faszinierend. Cool, Düsen, wenn ich Gas gebe. Cool, ne? So, ja. Ungefährer. Ja, es ist wieder. Gut. Der ist nicht wirklich weit weg. Den erkenne sogar ich schnell. Drückend heiß. Was bist du? Kupfer. Was soll ich mit dem Ding machen? Finde das Wrack? Ja, bin ja dabei. Muss ich echt erst da hinten hin? Hat er schon wieder die Mission einfach gewechselt? Nee, ne? Nee. Ich denke mal, der wird die aktivieren, wenn wir da sind. Ne? Ach, da oben ist auch eine Schnittstelle zum Rufen. So ein schöner Frachter. Und jetzt ist er kaputt. Und in der Mitte ist was am Blinken. Ich hab's gefunden. Spiel. Wie soll ich denn dann noch finden? Da, so ein Kern. Ich hab keinen Entschlüsselungscode. Sag nicht, wir müssen erst nach Nada oder Polo, wie es heißt. Erforderlich. Suche nach sicheren Containern ab. Verwende das eine Sivirette und den Terrain-Manipulator, um die Erde zu suchen. Okay. Frachtkapsel. Frachtkapsel. Und da unten ist eine.
sehr spannend gemacht. Ziel erreicht? Doof oder was? Darf ich doch gar nichts machen. Die ist da drin. Geh ich mal rein. Warum sagt er mir dann, ich soll den Terrain-Manipulator benutzen? Blödes Spiel. Muss mal aufpassen, die können strahlen. Da. Falsche Seite einfach. Alter, der ist ja richtig verbuddelt hier, ey. So einfach, das Zeug zu finden. Was steht da? Stahl verstärkt. Okay. Naja, so stark war es nicht. Da ist ein Frachtcontainer, oder? Ich kann nichts dran machen. Ja, noch nie gemacht. Da. Irgendwie seltsam hier. Ach, das ist auf jeden Fall ein Container. Oh Gott, das kostet jetzt immer sowas. Ach, das Spiel ist so gemein, ne? Es fehlt Natrium. Das weißt du ja vorher nicht, ne? Dass du Natrium brauchst. Hoffentlich habe ich was auf dem Schiff drauf. Kauk. So. Na Quatsch, nicht einsteigen. Raumschiff. Natriumnitrat können wir in Natrium umwandeln. Fracht habe ich nichts, sondern. Ich wundere mich, denke ich, habe mehr Fracht, aber ich habe scheinbar immer auf Technologie gemacht hier, ne? Macht aber nichts. Nehmen wir uns mal das Natriumnitrat. Da ist auch Natrium zweimal. Gut, Technologie. Mein persönliches Ding hier. Natriumnitrat finden. Ach nein, der macht dann da nie draus. Das ist doch scheiße. Wo soll ich denn das Natrium so auf der Schnelle herkriegen? Also Natrium kriegst du aus nichts einfach so. Kriegst du hier nur einen Need bei dem? Es gibt alles immer 288 Nanitehaufen. Warum? Mir fehlt auch irgendwie der Startknopf, ne? Ach, das war noch da drin. Ich bin noch blöd. Das war noch da drinne. Ich bin aber auch ein Held. Wo habe ich sie geschmissen? Nitrat, Nitrat, Nitrat. Uran, Natrium. Natriumnitrat. Ah, seht ihr? Ist doch. Ach, genug auch. Voll geil, dass das einfach so im Rucksack gemacht werden kann. Natürlich im Exo-Anzug schmeißen. Gut. Jetzt müssen wir dieses Protokoll finden. Die letzte Folge und die ist so ruhig, finde ich irgendwie. Irgendwie komisch. Temperatur stabilisiert sich. Technologie repariert.
Verschlüsselung. Was? Oh Scheiße, das geht dann immer ab wie Sau auf einmal. Muss ja echt aufpassen in den Schiffen, habt ihr gesehen? Ruckzuck bist du tot. So. Jetzt labert mich das Schiff wieder voll. Alles klar, Schlüsselcode eingeben. Ich weiß nicht, wer diese Nachricht lesen wird. Ich weiß nicht, ob irgendetwas überleben wird, aber ich muss sterben, wie ich gelebt habe. Ich werde alles aufzeichnen, selbst im Angesicht der Verwüstung. Der Schwarm ist in jede Welt vorgedrungen. Die Drohnen verhielten sich unberechenbar, griffen nicht an, beobachten nur. Die Zeit verging und die Wächter machten den Anschein, als würden sie keine allzu große Bedrohung mehr darstellen. Wir dachten, sie seien jetzt friedlich. Sie würden uns vergeben. Wir ehrten uns. Fortfahren. Oh nein. Ich muss noch viel mehr. Ich muss da wieder rein. Schön billig. Und jetzt wird er schon raus. Muss unglaublich Strahlung in den Containern drin sein. Ach guck mal, die nimmt schon wieder ab. Schon gut entkommen. Aber hier drin nicht, ne? Ich dachte, hier darf man dran. So, soll ich jetzt für jeden Einzelnen zurückrennen? Ja, ich weiß ja nicht, wie oft wir das machen müssen. Hui. Ja, da war mich wieder voll, komisches Gerät. Sie schlugen geschlossen zu. Ein Angriff, der irgendwie über unermessliche Entfernung koordiniert wurde. Mit einer Wut, die alle bisherigen Gefechte übertraf, löschten die Wächter alles biologische Leben des Universums binnen 24,2 Standardminuten aus. Nur ich blieb übrig. Der Korvax verweilte bis zum Ende an meiner Seite. Er versteckte mich in seiner Flottille und reiste in Richtung Zentrum. Okay. Pause drücken, wenn ich so abmache. Ne? Okay, das nächste Protokoll. Da sind ja 300 Stück drin, ja. Und hier ist noch mal mehr. Mein Gott, nee. Meine Maloche. Schon ewig nicht mehr leer gewesen. Ist da auch noch einer hinter? Ja. Weiter weg, ne?
Okay. Das müsste ich ja zwei haben, ne? Und da sind noch einer da. Keiner mehr drin. Da eine Frachtkapsel. Ein Haus. Ja, schön, danke. Wir haben da noch eine. Oh, das war knapp. Wieder unterirdisch. So, haben wir jetzt alle? Da war ich noch nicht. Und was soll das da bedeuten? Wächter. Ah, das fällt weg. Bergungscontainer. Naja, gut. Ich habe jetzt keine mehr gesehen. Ich denke, das war's. Ja. Sie kommen. Die Schreie meiner Freunde hallen in jedem Korridor, jeder Ecke wieder. Die Wächter haben mich gefunden. Ich habe Nada gesagt, dass er gehen soll. Ich habe ihm gesagt, was wir alle bereits wussten. Wir sind nicht allein. Selbst wenn ich sterbe, wird mich Nada in einem anderen Universum finden. Zählen wir mich. Tausende. Millionen. Wir sind nicht allein, denn es gibt unzählige Seelen. Selbst im Angesicht der 16... Was müssen wir zeigen, dass wir gelebt haben? Wir haben existiert, egal wie schrecklich das Ende war. Sie sind an meiner Tür. Ich? Fehler. Unerwarteter Protokollabbruch. Oh toll, die anderen gar nicht holen müssen, ey. Witzig. Das ist komplett abgeschlossen, die Mission damit, ne?
Terminus lokalisiert. Müssen wir wieder labern gehen? Schiff, Schiff. Bin ich blind? Schiff? Ja. Artemis, ich kritz. Ich bin entkommen, Reisender. Ich bin entkommen. In einem Moment lief ich vor ihnen davon. Die Sterne bewegten sich. Schreckliches Gelächter in der Dunkelheit. Und im nächsten Moment war ich hier, wo auch immer hier ist. In dieser neuen Welt gibt es eine Sonne. Hier gibt es Leben. Sie ist wunderschön. Wobei ich glaube, dass nach den Monaten, die ich an diesem schrecklichen Ort verbracht habe, alles schön wäre. Aber jetzt bin ich bereit zu gehen. Wir werden tun, was wir schon mal getan haben. Nun werden uns dieses Mal keine sich bewegenden Sterne aufhalten. Wenn du diese Sternkarte zu einer nahen Station bringst, werden wir uns bestimmt bald finden. Artemis ist sich seiner Situation nicht bewusst. Er weiß nicht, dass er gestorben ist. Das ist seine Seele freiwillig an ein simuliertes Sonnensystem gebunden habe. Aber wie bringe ich ihm es bei, dass seine Welt nicht real ist, selbst wenn ich beraubt. Er ist an ein Einzelsystem beschränkt und wird nie wieder auf einen anderen gleichen Seele treffen. Direkt sein. Von dem Moment an, in dem ich sein Grab entdeckt habe, bis hin zum letzten Upload seiner Seele auf ein simuliertes Sonnensystem. Artemis hält das erst einmal für einen Scherz. Ich werde sein einfrierendes Lächeln niemals vergessen. Nach ein paar weiteren Fragen sagte er mir, dass er ein wenig Zeit bräuchte, um über meine Worte nachzudenken. Okay. Ob das so eine gute Entscheidung war, den zu seine Seele zu uploaden? Ungefähres Tempo. Ja. Immer dieser scheiß ungefähre. Ach, da ist er doch. Mal ist da schon getrunken. Raus aus der Bude. Und looten. Von dem wird ja immer gesprochen, ne? Manche sind lieb, manche sind böse. So ein bisschen Nanitfilzen. Ich brauche mehr Nanit. Noch ein bisschen. Also 3500 kann ich mir in den nächsten Typen leisten. Der. Nee, gar nicht. Du kostet jetzt 7000. Der nächste. Mitflieger. Mann, wie heißt das da? Na, dann geht's mal wieder los hier. Man weiß auch nie, ob man das Richtige tut oder nicht. Das Spiel tut einen immer so oft. Immer so Fragen dastehen lassen, ne? Das ist echt komisch. Ja, bla bla bla. Ja, wissen wir, sprich mit Null. Hallo, Wackelkopf. Was hast du hier draußen gefunden? Erzähl mir alles. Ja, mehr bleibt mir nicht übrig, ne? Ich erzähle nur von dem Frachter und seiner Aufzeichnung, die von einer Welt erzählt, auf der Wächter alles Leben, bis auf das von einem Reisenden und einer einzigen Korvax-Identität
Entität ausgelöscht haben. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Glaubst du etwa, ich wüsste nicht, wer die Korvax-Entität ist? Sei nicht so naiv, Reisender. Glaubst du, irgendwas von dem, was du gelesen hast, wird mich überraschen? Aber ich muss meinen Verdacht beweisen. Jetzt weiß ich es. Der Atlas ist mit dir. Du hättest dieses Ding nicht sehen können, wenn es nicht gewollt hätte. Der Frachter war ein Wrack aus einem Paralleluniversum. In unserem Multiversum gibt es unzählige von diesen Orten. Dimensionen, in denen die Dinge anders verlaufen. Jedoch gibt es dabei drei Ausnahmen. Der Atlas ist in allen omnipräsent. Ein einzigartiges Wesen mit einer einzigartigen Wahrnehmung. Die Wächter können sich frei zwischen den Dimensionen bewegen. Der Atlas hat alles Leben erschaffen und die Wächter haben es verteidigt. Auf ihre ewigen Suche nach Anomalien innerhalb dieser Kreation. Aber dass sie dieses ganze Universum auslöschten, naja, irgendwas muss in ihren Augen ziemlich falsch gelaufen sein, dass sie so etwas taten. Nach einer gewissen Zeit beendete der Wächter ihren Dienst für diesen Atlas. Ich bin schon eine sehr lange Zeit am Leben, Reisender. Ich weiß genauso viel, wie du wissen würdest, wenn du die Dinge gesehen hättest, die ich gesehen habe. Ja, ist mir schon klar. Es war der Reisende, der die Existenz verdorben haben. Unsere Ankunft hätte ein glorreiches Zeitalter verkünden sollen. Aber wir haben einen schrecklichen Fehler begangen. Ich habe etwas Unverzeihliches getan und aufgrund dieser Tat war das Paradies verloren. Aber irgendwas in diesem Kreislauf ist anders. Die Wände zwischen den Universen, sie werden dünner. Nada weiß das, will es sich aber nicht eingestehen. Wir müssen von jeder Spezies so viel wie möglich lernen, bevor wir entscheiden, was wir tun. Besuche einen Vakin-Kartografen und sprich mit ihm. Ich werde alles übersetzen. Das ist irgendwie so unendlich lang, ne? Ist nicht so ultra spannend? Aber man will trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ach, boah, von einer Raumstation. Das ist schon nicht schwer. Hui! Überbringen Nada Neuigkeiten vom Planeten 0, von 0. Rufe die Wettermenge auf in das Schnellmenü X. Ja, aber ich soll doch das jetzt hier machen. Er wechselt sie einfach. Ich verstehe das nicht. Waren wir schon dran. Hopp. Na du Kartograf. Ehrenhafter Krieg. Gut, dass du das übersetzt. Während der Krieger zu bellen beginnt, fühle ich, wie eine seltsame Frequenz durch meinen Schädel vibriert. Ich sehe einen Blitz von Null, leuchtende Kugel hinter meinen Augen. Plötzlich klingen die Worte des Fakin in meinen Ohren. Gra, erbärmlicher Eindringling, in den Geheimnissen der Fakin zu schnüffeln. Du feiger Spion, ich sollte dich umlegen. Gra. Aber man muss den Reisenden helfen, so laut Hirks Befehl. Beweise dich, Eindringling, finde das Buch des Hirk. Erreiche Vakin-Ruhm, dann sollst du deine Worte haben. Ich enthülle nur das. Der Ort von Hirks Befehl ist für dich markiert. Sprich mit ihren Worten. Also leicht machen die einen das nicht, ne? Ein unendliches Hin und Her gefühlt.
ungefähre Standort. Wäre auch zu einfach, gesagt zu kriegen, wo man hinfliegen soll, ne? Die Kamera bewegt sich von alleine, das ist cool. Was haben wir denn hier? Ein Händler. Einen coolen Händler. Mit seinen Segeln. Boah, wie viele verschiedene Arten das gibt, ey. Anbieten ehrenhaft, bla. Kaufe ich alle. Na, ich hol mal so Valkyrien durch. Kohle habe ich ja. Kann ich irgendwas zu verkaufen? Ach, das wollte ich ja noch bauen, was scheiße. Ich glaube, ein Multiwerkzeug war das. Ein Plasmawerfer. Hermetische Segel. Ich habe keinen Platz mehr, das gibt's gar nicht. Plasmawerfer. Das kriegen die richtig auf den Sack. Bringt nix. Ich komme, Vakin, Relik, ja. Boah, was ist das denn? Ein Riesenschiff, was hier rumdüst. Scheiße jetzt sein. Mann, diese Sucherei immer, ne? Jede Mission suchen, ist ein bisschen nervig. Wie weit? 400 noch was, okay. Natrium. Aua, ich bin doch gar nicht nah dran, ne? Blöde Puma. Was denn? Ach, da bisschen da. Dann möchte ich so rumheulen. Ich muss jetzt halt mal einen Plasmawerfer. Ah, sieht anders aus, ne? Ja, Entschuldigung. Du musst keinen Wächter angreifen, hast du die ganze Zeit die Scheiße am Arsch. So. Jackpot, ey. Der Backoff geht immer länger. Ich komme überhaupt nicht näher. Ich hasse sowas, ne? Also, was, diese Sucherei geht mir lange richtig auf den Keks. Ja,
Man läuft drauf zu und kommt kaum näher. Als ob sich bewegen würde. Immer dieser ungefähre Standort, der nervt wirklich, ey. Ja, man sieht mal was vom Planeten, aber das ist ja jetzt gerade sehr öde, weil wieder mal Nacht. Ja, sieht ja schon gut aus. Okay, das ist die Ruine. Das haben wir schon mal gesehen. Die Elendreisenden werden verschont. Ihre Reise durch den Kosmos soll nicht behindert werden, so wurde es verfügt. Das ist Hirks Wille. Die ehrenvolle Vakien sollen dem Urteil und dem Glauben der Ältesten vertrauen. Uraltes Wissen, mehrere Generationen von Vakienkriegern entfließt dem Markierungsstein und fügt sich in mein Gedächtnis ein, wie längst vergessene Erinnerung. Ich beginne zu sprechen. Und meine Stimme wird von einer unbekannten Kraft ergriffen. Ich brülle, was mich selbst vollkommen überrascht. Niemand erschwert den Weg nach Blub wie die Wächter. Sie müssen zerstört werden. Ihre Zeit wird beendet. So steht es geschrieben und so soll es sein. Das ist der Vaikin-Schwur. Ich rufe noch einmal, meine raue Kehle ringt nach Luft und bringe Kehlkopf laut hervor. Worte entfliehen meinen Rachen, heraufbeschworen durch die Macht des Monolithen. Das Buch des Hirk erzählt von Aufstieg der Reisenden. Sie sollen aufsteigen und die gesetzlose Lehre erkunden. Die Vakinen sollen ihren Aufstieg nicht stören, denn die Reisen müssen obsiegen. So fügt das Buch des Hirk weggehen. Toll. Während die Worte verstummen, hallen diese Zeilen in meinen Vorstellungen wieder und ich besitze plötzlich ein uraltes Wälze. Was? Plötzlich besitzt er sie. Ehre beweisen, ja, toll. So, wann ist hier die Steine zu haben? Ich rede jetzt da weiter. Treibstoff. Penis. Nein, Quatsch. Auf. Das Wort auf. Pass nicht durch. Ich bin zu dick. Sicherheit. So, ich hoffe, ich habe nur Treibstoff für mein Schiff gehabt. Wie in jedem anderen Spiel, ne? Mach da was, bring das, hol das, mach das, hol das, bring das. Immer dieselben Missionen. Ja, ich sehe keinen Treibstoff mehr. Aber ich habe noch Uran. Tschüss, du komisches altes Klümchen. Dabei will ich ja eigentlich Dings finden. Artefakte, nicht hier. Wie heißen die Dinger? Glyphen.
nur ein paar Glyphen wieder haben. Mit Steuern kann ich ja auch. Easy Mission, ja. Null hat mich gebeten, die Vakien zu besuchen und möglichst viel in Erfahrung zu bringen über den Atlas, den Schöpfer aller Universen, die Wächter, rebellische Jäger von Anomalien und die Reisenden, die vor langer Zeit etwas Unverzeihliches getan haben. Wer drückt auf Weggehen? Du hast ihn hier gesprochen, ja. Du bist würdig, Eindringling. Trage deine Bitte vor, sei mutig. Oh Gott. Nur erbärmliche Wesen verehren den Lügner Atlas. Ja gut, so. Wir werden die Verbrechen der Gek nicht vergessen. Da hinten steht ein Gek. Sie haben die Heimatwelt der Korvax ausgelöscht. Alles ist synthetisch und versklavt, um sich zu Nanithaufen zusammenschmolzen. Ihr sogenannter Erstgebrüteten haben die Wächter mit ihrer Brutalität und Barbarei wieder zurückgeholt. Kra. Jedes Wesen, das behauptet, ein Gott zu sein, ist keiner. Eindringling. Stammesvater Hürk wusste das genau. Kampfbruder Nahl nicht. Er starb für einen falschen Traum. Der Valkyrie erzählt mir von seiner Geschichte, von Kriegen mit den Gek, von Korvax-Sklaven und tyrannisierenden Imperien. Der Valkyrie behauptet, dass der Atlas zurück ist, wenn er behauptet, ein Gott zu sein. Hä? Ich wollte gerade gehen, da bemerkte ich etwas auf meinem Terminal, dass Valkyrie zwei Ziffern blinken auf, unaufhörlich. Sie wirken vertraut. Nach 16 Fragen. Ich, Kritzgra, jetzt verstehe ich ihn ja nicht, oder was? Eindringen, welches Gesicht? Während er auf das Terminal starrt, als würde er es zum ersten Mal sehen, seine Worte werden undeutlich. Ein seltsamer Ton nimmt seine Sätze an. Gehen. Oh Gott, was für eine Mission. Die war so furchtbar langweilig. Korvax-Kartografen, Quatsch, okay. Gut, das war erstmal die Mission. Ich will aber irgendwie doch gerne den Weg des Atlas finden, ja? Ja, das ist natürlich mal interessant. Und das wird wahrscheinlich genau dieselbe Mission sein. Aber ich weiß nicht, wo die nächste Atlas-Schnittstelle ist. Finden. Da steht einfach nur finden. Vielleicht kann ich jetzt ja Nada wieder fragen oder Apollo. Naja, wir sollen so reden nach Nada. Praktisch, dass man das immer so rufen kann, das Zeugs, ne? Polo sind markiert. Jetzt wird wieder gelatscht. Na,
Ach Mann, ich verwechsel beiden immer, ne? Das Leben ist überall, aber nirgendwo. Der labert eine Scheiße immer, ne? Die Konvergenz hat alle Planeten gesehen, doch wo sind sie wirklich? Wo ist zu Hause? Wo ist Sicherheit? Das ist ein Musterreisender, Freund. Alle Dinge sind Muster. Zeichen der Atlas-Falschheit. Boah, was soll ich da jetzt? Über Umfeld, Konvergenz, Augen, Verstand und Einklang verehren die Atlas-Falschheit. Ist die Grenze unseres Kollektivs verstanden, kollektiven Verstandes. Nada möchte sich diese Grenze nicht nähern. Und so ist Nada divergent. Nada ist verbannt, gejagt. Kein Platz für die einen Eigenwilligen. Wow. Da. Sprich mit Polo und andere Lebensformen für Schwarzwäsche und Atlas-Station. Endlich. Dank. Endlich mal wieder eine Atlas-Station. Ja, erledigt. So, Atlas. Die finden wir nur im All. Ich hoffe, der hat mir so wirklich Koordinaten gegeben. Hat sich mir nicht so angefühlt. Wundert euch nicht, dass hier keine Spieler sind. Ich bin offline, weil mein Sohn den Familienmodus nutzt. Der spielt gerade irgendwas auf dem PC und ich wollte den nicht rausschmeißen. Weil wenn ich denn online gehe hier, dann geht bei ihm der PC nämlich, sagt er, Ende im Gelände. Habe ich jetzt eine Atlas gekriegt? Ja. Ja, ja, komm, laber nicht rum. Oh. Da, ich sehe sie auch schon. Mann, ich will es bewegen. Oh, ich hasse es, ne? So. Wo war der Atlas? Da. Darf ich denn so weit reisen, was meint ihr? Ich darf so weit mich teleportieren. Irre. Teleportieren, das schon. Warpen. Wir haben schon eine Menge Atlas-Mopeds erledigt. Wow. Nein, ehrlich? Komm bitte rein. Wie lahm, ey. Sprich mit dem Atlas. Ja, der hat mir noch nie was Böses getan, ne? Warum muss ich das Schiff eigentlich mal drehen? So. Hui. Ein paar Wörter lernen unterwegs. Was wir kriegen. Wow. Steht kein Wort. Was man einmal gelernt hat, kann man nicht mehr vergessen. Naja, Alzheimer, ne? Ich fürchte, ich habe zu viel gesehen. Ich erhasche flüchtige Blicke auf die Zeit vor der Zeit. Ich sehe die Geburt des ersten Sterns. Ich sehe die Dinge, die in ihnen gewohnt haben. Die Augen, die alles beobachteten. Ich sehe, was der Atlas im Moment seiner Aktivierung sah. Atlassteine sind keine Steine. Diese Station ist keine Station. Ich bin nicht, was ich zu sein glaube. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich existiere. Mein Gott, was? Dem Atlas ist das egal. Der Atlas verlangt nach einem Klagelied. Einer erhabenen Wiederholung. Ja, guck mal, mindestens Malstein haben wir auf jeden Fall safe.
lege meine Angst ab und nehme den Weg wieder auf. Die Reise ist das Einzige, was zählt. Die Bestimmung ruft nach mir. Poetische Jade. Dann kriegen wir dieses nächste Ding da. Zustandsphase. Unbekannten Gründen ist diese einzige Art als Samen nicht phasengleich mit diesem Quantum-Realität. Okay. Bauplan. Normalerweise kriegt man hier mal was, ne? Warum krieg ich hier nichts? Spannerei. Nimmt man da doch noch Wörter drauf? Nö. Doch. Das Atlas-Wort. Atlas ist auch meine eigene Sprache. Nicht immer, ne? Boah, das ist ja hier 1000. Nur ab und zu gibt es ein Wort. Oder nur eine begrenzte Zahl. Da ist wieder eins. Zu. Genug. Kein Bock mehr. Tschum. Dass man nie so einen Stein rammt, ne? Oh, das hasse ich ja, ne? Wenn man da rumfliegen muss. Sony King Hong Station. Dein Schicksal liegt im Jenseits. Öffne die Geisterkarte um X. Ja, ja. Da muss ja erstmal hier gucken. Ne? Wo einfach ist das nicht? Was zeigt er mir denn da an? Na, auch wegen dem Planeten wahrscheinlich. Boah, ich hab Kopfschmerzen, ey. Hab keinen Corona-Test sogar gemacht, aber der ist negativ. Gott sei Dank. Was sagt denn meine Tasche eigentlich, ey? Deflektorschild, da kannst du dein Schiff mit reparieren, ne? Ah, wir haben ganz schönes Chaos bei mir drin, oder? Fracht hier, einmal was gucken. Technologie. Achso, ich bin im Schiff. Blödsinn. Dieser Schleim. Oder Pugneum. Das kriegst du. Gibt's denn da nie draus? 18 Uhr? Das alles? Hä? Mit 17 kannst du wahrscheinlich nichts anfangen, ne? So, Farbkern haben wir. Da kannst du ohne Ende mitmachen. Kann ich auch noch Glashaus machen? Antimatter, ich schlepp einen Scheiß, das kann man aus Uran machen. Ferritstaub? Toll. Das ist alles Schrott, das kannst du so verkaufen. Oh, ich renn mal rüber kurz. Ja, für ein komisches Schiff.
wäre so ein Geistertyp hier. Die Menschen, die sind echt selten, ne? Diese Glyphenviecher. Ich schleppe ja einen Kack mit, ne? Den ich schon längst hätte analysieren können. Das muss ich ja auch mal zwischenlagern irgendwo. Pyrit, Eiweißperl, Platin. Ich will mit denen reden. Ja, ja, komm, gib mir dann ein Gagwort für dich. Cool. Wieder was gelernt, ja. Munition, geborgene Daten, das verkaufe ich nicht, das kann ich nicht. Ne? Kovacs-Gehäuse braucht man vielleicht manchmal öfter. Lagerweiterung, 6 Stück habe ich hier. Warum benutze ich die denn nicht? Reis, Ferritstaub. Ganz viele Aminokammern. Braucht man irgendwann mal wieder. Ich darf die Eiweißperlen nicht verkaufen. Keine Ahnung. Uno Second. Schrott. 121 Millionen. Haupt habe ich voll. Technologie. Ja. Oh, muss jetzt jedes Mal jetzt so... Moment, also 100 Stück, dann hast du den Salat. Weinstein. Wie viel habe ich denn noch? Keine Ahnung. Irgendwann darf ich es halt nicht mehr. Ich glaube, das war's. Einer noch vielleicht. Oh, hier ist jeder Slot wertvoll bei mir. Er kennt mich. Mit meinem Messi-Verhalten hier. Na gut, jetzt habe ich keine mehr. Lagerkapazität erwerben. 300 Millionen Units? Klasse verbessern. Weggehen. Okay, guck mal, das hat sich doch gelohnt. Was zum Teufel ist das hier? Was kann man hier machen? Ich frage mich das schon die ganze Zeit. Einen Überschreibungscode eingeben. Aber wo soll man den herkriegen? Zap! So, wird uns der nächste Atlas direkt gezeigt? Orbitalstation-Koordinaten empfangen. Ja, da hinten ist der andere da, noch die Mission, der Corvex. Boah, bis man hier bewegen darf, ne? Oh. Ja, es ist gut, ich hab's verstanden. Uah. Ah ja, so ein krasses Schiff mittlerweile, ey. Handy gucken. Dann haben wir
fehlt wahrscheinlich noch, der hat eine Ding da. Ich muss ja noch so ein Dings da bauen. Oh. Hier. Das Ding. Poetische Jade. Das muss ich mal googeln. Tische. Jade. Englisch, toll. Just to pick the articles from the vision updates. Source da. The blueprints ist, achso, build. Ach, die kann man bauen. Kupfer. Ach ja, klar, wir brauchen ja immer dieses letzte dafür, ne? Warte mal. Poetische Jade. Kupfer, Ende der Dämmerung. Ja, was ist denn das schon wieder? Das habe ich noch gar nicht gebaut. Da. Dunkle Materie. Oh Gott. Atmosphärische Kugel. Umhüllter Schatten. Was ist der umhüllte Schatten? Bin gerade neugierig. Ja, der braucht eine gefangene Naode. Die haben wir. Produkt hergestellt. Für irgendwas muss ja scheiße gut sein. Gefangene Naode gebaut. Warte, boah, das ist jetzt komplex. Produkt hergestellt. Ich weiß ja nicht, was das nächste ist. Also das braucht auf jeden Fall umhüllte Jade. Umhüllter Schatten. Hier. Ionisiertes. Ach Gott, Kobalt. Kobalt habe ich, glaube ich, alles weggeworfen. Nee, da. Ich glaube, zu wenig, ne? Das Ding will ich nicht mehr missen hier, ehrlich. Oh, das ist komplex, ey. Ah, hier. Ich brauche noch mehr Kobalt. Aber ich glaube, das ist kein Problem. Fügen wir jetzt mal in den Eierkopf-Schnittstelle da rein. Da hinten ist ja auch schon die normale Station. Ja, man braucht ja auch immer diese gewissen Meilensteine, ne? Sieht aber genauso aus wie die andere. Ich bin zum Knecht dieser uralten Empfindung geworden. Sie führt mich durch den Kosmos, ständig auf Suche, niemals abweichend. Gab es vor mir schon andere? Haben andere den Weg des Atlas verlassen? Erst das Ende wird die Offenbarung erhüllen. Widerstand wird nicht gestattet. Der Atlas möchte, dass ich erfahre, was es bedeutet, zu erschaffen. Er möchte einen Teil seiner selbst mit mir teilen. Ich spüre, dass
ihm diese Reise sehr wichtig ist und er mir etwas zeigen möchte, was ich weder in Worte fassen noch demonstrieren, das mein Schein habe. Ich glaube, ich habe die schon alle, weil ich das schon mal durchgespielt habe. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss weitermachen. Das ist das Schicksal. Das ist der Plan. Ich war schon immer auf der Suche. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Und schon wieder so ein Ding da gelernt. Geiler Planet, ey. Hey. Jetzt mal wieder Frachtkapazität besorgen. Gucken, ob hier so ein Glyphentyp rumrennt. Na, ich habe noch genug Kohle. Nicht bei den Korvax. Falsches System für die Mission da unten. Muster der Zeit. Hier läuft wieder nicht so ein Geist-Typ rum. Also die sind so selten. Warum sind die so ultra selten? Wie soll man denn da 16 Glühen finden? Das ist doch unglaublich. Aua. Eine ganze Blumenfarm. Haben wir es für heute, glaube ich, ne? Achso, ich wollte zum Händler, ich wollte Kobalt holen. Ach Quatsch, wie heißt das nochmal? Ne, kaufen war schon richtig. Hier, Kobalt. Ich kaufe einfach mal alle. Weil es kann. Ich habe immer das Buch, Valkyrientafel. Ob das wichtig ist? Naja, gut. Schneller Rucksack. Ja, wir sprechen ja jemanden mit Korax. Ja, alles gut. Ich scroll immer einmal falsch rum. Zap! Dein Hauptschiff. So, zu Hause. Das ist mein neues Lieblingsschiff.
Das werde ich noch richtig schick kriegen. Das Ding auf dem Rücken ist so krass. Das sind alle Ressourcen auf einen Schlag hier. So. Ich habe jetzt zwei Leute angestellt. Muss ich die vielleicht noch aktivieren oder so? Meine Flotte. Geschwader. Die beiden. Ach, guck mal. Ansehen und entlassen. Bremst nie. Stellt immer das Radio stumm. Oh, der eine ist sogar Klasse S gewesen, ne? Gar nicht so einen schlechten eingekauft, da. Na gut, sind beide S. Vielleicht ist das ja normal. Und der nächste kostet 7500 Nanit. Shit. Achso, ich wollte noch so eine Kugel. Eine Kugel da herstellen. Die eigentlich nichts doppelt herstellen, ne? Also, wo, das ist der unhüllte Schatten. Ja, der braucht das jetzt. Ist klar, das habe ich noch nicht in der Tasche. Ja, der ist das. Ich weiß gar nicht, wofür die gut sind. Mehr herstellen, nein. Der nächste. Was habe ich denn jetzt hergestellt? Nanosphärische Kugel. Darf ich sogar bauen? Dunkle Materie. Darf ich auch bauen? Ende der Dämmerung. Und das ist die Jade auch schon. Aber jetzt geht's. Jetzt ist Feierabend, oder? Seelenenergie. Lebende Perle. Eine Metallplatte? Voll durcheinander. Das ist was ganz anderes. Hoppala. Seelenenergie. Vorsicht. Was ist denn das nächste? Hier. Cadmium habe ich auch. Zustand. Das ist, glaube ich, das letzte, was wir gelernt hatten, ne? Irgendwann braucht man den Mist. Die irritiert so ein bisschen. Seelenenergie. Keine Ahnung, wofür war die gut? Ich glaube, das war die letzte, die wir gelernt haben, ne? Die Zustandsphase. Bin mir nicht so sicher. Doch, hier. Das ist das nächste. Emeril brauche ich. Novea Regerat. Der Atlasname, ein Element, ein katastrophalen Supernova. Gut, weiß ich, was ich suchen muss nächstes Mal. Und dann haben wir die Kugeln auf jeden Fall schon mal safe. Und müssen dann nicht suchen, wenn wir sie brauchen. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.